Bin ich jetzt doof oder bin ich doof? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jetzt machen wir Teil 2 von der Temu-Bestellung. Ich habe ja schon gesagt, ich habe etwas für den Shop bestellt, was ich machen möchte, um natürlich zu verkaufen. Ne? Eigentlich wollte ich ja meine Shops schließen. Aber ich habe mir überlegt, ich behalte nur noch einen Shop. Also mach alles in ein, sozusagen, damit das nicht mehr ganz so kompliziert ist. Und ja, auch für die Steuern und so. Ne? Ich muss ja jeden Shop einzeln da machen. Ist es echt, also da ich das ja alleine mache, ist das für mich Horror. Jedes Mal wieder. Genau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall möchte ich was machen. Und irgendwie scheint das alles zusammenzugehören. Das ist für Weihnachten jetzt. Das heißt, ich muss es jetzt machen und in den Shop einstellen, weil sonst wird das nichts mehr. Und jedes Jahr aufs Neue nehme ich mir vor, das schon im Sommer zu tun oder im Frühling für den Winter, Weihnachten vorzubereiten. Ja. Und jedes Jahr aufs Neue fängt Angelina entweder viel zu spät an oder gar nicht. Aber dieses Mal schon. Habe ich mir fest vorgenommen. Fest. So, und zwar ist das so ein Adventskranz, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat man hier so verschiedene Bäumchen, die dann, also das wird alles gegossen. Und dann kann man das hier so reinstellen in diese Schienen. Und hier die Teelichter und dann leuchtet das schön. Weil hier sind zum Beispiel Sternchen. Hier ist so Schnee. Und was hat der Kleine? Der hat auch Schnee. Genau, und der Große, der ist einfach ein Tannenbaum. Und dann gibt es hier noch ein Reh. Der hat auch Sternchen und Herzen. Und wenn man dann halt eben die Kerze anmacht, dann leuchtet das richtig schön. Das habe ich mir fest vorgenommen für den Shop zu machen. Dann muss ich das irgendwie anders hinlegen, damit ich das gleich auseinander habe. Dann habe ich hier noch eine Form. Fragt mich nicht, was es sein soll. Ach, ein Schwein. Das ist ein Schweinchen. Und zwar ist das so ein Schwein. Hier seht ihr die Nase vielleicht. Seht ihr das? Und dann macht ihr hier so eine Kerze rein. So als Glückskerze zu Silvester oder auch zum Geburtstag oder keine Ahnung, wofür man das immer verwenden möchte. Eine Kerze. Ich fand das so süß. Dann haben wir hier noch, wir wollen uns ja einen Wohnwagen kaufen. Wir haben uns auch schon einen angeguckt und wollten den kaufen. Leider war der Wohnwagen aber zu schwer. Und das haben wir erst im letzten Schritt festgestellt, bevor wir den Vertrag unterschrieben haben. Gott sei Dank. Hätten wir den Vertrag unterschrieben, wäre es, glaube ich, ja, sehr, sehr blöd gelaufen, weil man gibt so viel Geld aus. Und dann kann man den Anhänger nicht ziehen oder den Wohnwagen. So dumm. Wir haben uns ganz, ganz viele Wohnwagen angeguckt. Und wir haben uns natürlich den größten und schönsten Wohnwagen ausgesucht, ohne vorher mal zu gucken, was das Auto überhaupt ziehen darf. Und wir haben uns so in diesen Wohnwagen verliebt. Der hatte alles. Der hatte 2 Betten, was ich unbedingt haben möchte. Also wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann soll er auch so sein, wie ich es gerne möchte. Der hatte 2 Betten, der hatte Backofen, der hatte einen riesen Kühlschrank, was mit 5 Leuten sein muss. Der hatte eine Mikrowelle, der hatte sogar einen Kamin. Also mega, so ein schöner Wohnwagen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Naja, unser Traum ist geplatzt, sollte nicht sein und Gott sei Dank noch bevor wir den Vertrag unterschrieben haben. Denn wir hatten den schon in den Händen. Leute, ich sag's euch. So, auf jeden Fall haben wir hier einen Wohnwagen. Ich fand das so süß und gegossen. Das ist so ein dickes Teil. Das kann man sich dann hinstellen und da passt eine Kerze rein. So süß. Musste mit. So, was haben wir hier noch? Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn da auch kein Bild drauf ist, dann weiß man auch nicht, was das sein soll.
Ach doch, ein Wichtel. Ich sehe es. Hier unten ist der Bart. Und das hier oben ist die Wichtelspitze, Mütze. Und die kann man sehr, sehr gut gießen. Das sehe ich jetzt schon. Ja, das ist sehr weiches Gummi. Gummi? Silikon? Was man auch so umklappen kann. Weil bei vielen Formen ist das so, die sind so steif und so hart, dass du es gar nicht rausbekommst. Da, aber das bekommt man sehr gut raus. Ich werde das alles gießen und dann werde ich euch das mal in einem Video zeigen. Und dann könnt ihr das, wenn ihr möchtet, in meinem Shop bestellen. Ja. Dann habe ich hier noch was Süßes. Also mal dunkler, ne? Und zwar ist das so eine Bank. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt. Das sind die Beine von der Bank. Und dann hat man so ein Herzchen als Lehne. Also so. Könnt ihr euch das so vorstellen, so ungefähr? Und das ist die Sitzfläche. Fand ich auch mega süß und das ist mega groß, ne? Auf die Sitzfläche könnte man natürlich auch noch was machen. Aber erstmal möchte ich das alles gießen und zusammenbauen und gucken, ob das alles so ist, wie ich mir das auch vorstelle. Dann habe ich was so Süßes gesehen. Ich wollte diesen unbedingt haben und ich habe den nicht gefunden. Ich musste so, so lange danach suchen. Wir wohnen ja an der Ostsee, so fast. Also wir sind umgeben von Wasser. Und Möwen sind hier immer und ich fand die so niedlich. Seht ihr die überhaupt richtig? Jetzt. Ist die nicht süß? Die hat sogar eine Mütze auf. Oh, ich fand die so süß. Die musste definitiv mit. Was haben wir hier? Am liebsten würde ich gleich loslegen. Was soll das sein? Soll das sein? Oh, die ist aber schon kaputt. Die hat schon einen Riss hier drin. Die kommt zurück. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was das sein soll. Ein Rentier? Ach, ein Weihnachtsmann. Ach, jetzt sieht man das. So, ach, guck mal, hätte ich das in die Kamera gehalten, hätte ich das sofort gesehen. So nicht. Ihr seht das Weihnachtsmann, Rentier, die Bäume und das ist auch so ein, was man in diese Schiene reinstecken kann hier. Hier. Und dann habt ihr hier so ein Weihnachtsmann. Aber die Form ist leider kaputt. Das heißt, ich kann die gar nicht gießen und die geht auch definitiv zurück. Und damit kann ich nichts anfangen. Aber ich glaube, die werde ich mir nochmal bestellen. In der Hoffnung, dass sie dann heil ist. So, hier haben wir noch mehr Schienen. Ich glaube, das sind Häuser. Genau, das sind Häuser. Ist aber klein. Und ein großes Haus. Und in die Mitte kommt ein Teelicht rein. Bei den anderen war das, ach so, nee, bei dem hier auch. Hier kommen auch Teelichter rein. Bei den anderen sind das diese Stabkerzen. Und dann kommt überall hier so ein Häuschen hin und dann habt ihr ein Teelicht mit Häuschen. Ein Teelicht mit Häuschen. Ja. So, was haben wir hier? Ach, Ohrringe. Ich habe mir welche bestellt. Weil ich die so hübsch fand. Wir haben 9 Minuten. Aber die sind ziemlich klein. Ich habe mir größer vorgestellt. Seht ihr gar nicht. Die sind so winzig. Wartet mal. Die sehen so aus. Wollen wir die mal anprobieren? Ist, glaube ich, egal, auf welche Seite man die steckt. Oh Gott. Da passen meine Ohren ja gar nicht rein. Die Ohrlöcher. Das ist ein sehr kleines, sehr klein. Wartet mal, ich komme mal ein bisschen dichter. So,
das aus? Ich habe so dicke Ohren. Naja, ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich das fester mache, ne, das wackelt trotzdem. Aber die behalte ich, die haben irgendwie 1 Euro oder so gekostet. Irgendwie so. So, wir lassen den jetzt mal. Habe ich da ein und hier so ein. Auch sehr hübsch. So, damit ich den nicht verliere. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch mehr Silikonform. Man muss ja immer so ein bisschen mitgehen, was es gerade trennt, ne? Und ich finde das eigentlich auch sehr hübsch. Hier haben wir so einen Geburtstagskuchen. Dann haben wir hier Zahlen. Und wir haben wieder so eine Form. Da kann man dann den Kuchen reinstecken. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen soll. Den Kuchen und halt eben die entsprechenden Zahl oder Zahlen. Und ich finde das auch toll. Finde ich wirklich toll. Und ich nehme mir auch immer vor, sowas bei meinen Kindern oder so zu machen. Aber irgendwie kommt das dann doch immer anders, wie ich denke. So, dann haben wir hier 2 große Kisten. Und zwar habe ich ja unter dem Waschbecken einen großen Schrank. Da ist aber kein Brett drin. Ich war erst am Überlegen, ob ich da ein Brett reinmache, aber das funktioniert nicht, weil da auch die Leitungen sind. Das heißt, ich müsste das Brett einmal so ein bisschen ausschneiden. Und ob das jetzt so schlau ist, weiß ich auch nicht. Weil so viel passt denn da auch nicht rauf. Und jetzt habe ich mir hier so ein... ist das überhaupt dafür? Ja, ja. Denn dieses Ding hier, das kann man rausziehen. Also das klebe ich an die Seite, also unten an die Seite. Und dann kann ich das rausziehen und hier oben kann ich noch was raufstellen. Ich werde das nachher mal testen. Ich habe ja schon so ein Teil. Das steht auch da unten. Allerdings ist das ein bisschen unpraktisch, weil das so klein ist. Ich glaube, das hier ist größer. Und das andere kann ich aber trotzdem benutzen. Also das benutze ich auch, weil, wie gesagt, ich finde sowas mega praktisch. Wenn man Schränke hat, wo man keine Böden reinmachen kann, wie unter der Spüle, bei uns zumindest. Wir haben ja noch so eine alte, also ich habe die Küche neu gemacht, aber trotzdem ist es alt. Die Rohre und so, und da kann man halt eben nicht so viel machen. Und das hier ist definitiv breiter. Da passt definitiv mehr drauf. Ja. Und das kann man an... macht man mit Saugnäpfen fest. Aber ich gehe mal davon... Nee, kann man nicht. Oh, schade. Aber egal, mit Saugnäpfen macht man das dann fest. Dann kann man das rausziehen. Sehr gut. Achso, guck mal, das ist nicht gut. Kann ich das gleich auspacken? Das mache ich mit euch zusammen einen Abend. Oder einen Morgen, wie auch immer. So wie meine Kleine gerade Lust hat. Das jetzt einmal auf, schnell. Wenn man das aufbekommt. Ich finde das immer so witzig, wenn diese Dinger da dran sind an der Schere. Erstmal eine Schere, um die Schere rauszukriegen. Hatte ich bei diesen Scheren von Action, da, also hatte ich eine für den Kleinen jetzt gekauft, für die Schule. Und da waren 3 solche Dinger da dran, an der Schere. Du brauchst eine Schere, um die Schere rauszukriegen. Witzig, ne? Naja, wer klaut eine Schere? So, das hängt man hier oben ein. Und das kann man dann rausziehen. Richtig gut. Hier oben können dann so kleine Putzsachen rein, ne? Lappen oder so. Achso, das ist nur so ein Boden. Hier auch. Ja, könnte man sogar rausnehmen und waschen. Richtig gut. Und war, glaube ich, gar nicht mal so teuer. So, und eins habe ich hier noch im Paket drin. Dann beenden wir dieses Video auch, damit das nicht so lange Videos werden. Also, das wären echt richtig viele Teile. Also, stellt euch schon mal drauf ein. Machen wir das noch auf.
das ist auch sowas. Wofür hatte ich das? Für meinen Schrank. Ich habe ja in keinen Schränken Schubladen. Ich habe nur eine Schublade, da ist das Besteck drin. Ne? So eine kleine. Und irgendwie fehlt mir das doch, dass da eine Schublade ist. Und jetzt habe ich mir hier so einen Korb bestellt. Gibt es kein Bild dazu, dass ich euch das so zeigen kann. Na, schade. Und so seht ihr das wahrscheinlich auch nicht. Also muss ich das auspacken. Und ich möchte in diesen einen Schrank möchte ich Schubladen haben. Aber ich möchte jetzt nicht zu Ikea und da irgendeine Schublade einbauen. Sondern eine, die ich auch wieder rausmachen kann. Schnell, wenn ich keinen Bock mehr darauf habe. Ach, guck mal, das geht ganz einfach. Wartet mal. So. Naja, irgendwie so auf jeden Fall. Und dann habt ihr hier so einen Korb. Auf Schienen. Dann nur noch mal gucken. Hä? Bin ich jetzt doof oder bin ich doof? Aber dann ist das doch falsch rum. Das ist doch falsch rum. Ja, mal gucken. Das haben die falsch rum gemacht. Sag ich doch. Ich ziehe ja nicht von hier. Ich ziehe ja von der Seite. Und von der Seite geht das nicht. Ach, jetzt darf ich das nochmal umbauen. Nee, geht ja gar nicht. Hä? Weil das ist festgeschweißt. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall ist das falsch montiert. Und kann es auch leider nicht einmal tauschen, also Schraube raus und tauschen, weil das ist festgeschweißt. Doch, ich kann es tauschen. Oh, ich bin so doof. Ich kann es tauschen. Alles gut, das bleibt auch hier. So, lassen wir das mal hier und dann haben wir noch ein Paket. Nee, ich habe gesagt, wir machen Pause. Also Schluss mit diesem Video, damit das nicht zu lange wird, ne, das Video. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und wisst ihr, was mir jetzt gerade einfällt? Ich habe im ersten Video euch vergessen, die Schulkindkette zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es für irgendjemanden noch relevant ist. Vielleicht für nächstes Jahr. Für dieses Jahr definitiv nicht mehr, ne? Ich zeige sie euch mal schnell. Und zwar diese Kette da. Ich finde sie sehr hübsch. Muss man selber zusammenbasteln. Die vier ist ein bisschen weit oben, aber da sind nun mal die Löcher. Aber der Kleine hat sich gefreut und das ist die Hauptsache. Er fand sie hübsch. Ja, ne, da hängt noch die Pinata, die haben wir total vergessen. Die machen wir morgen unter uns schnell. So, und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Teil, Teil 3. Ciao!